ترفع راية السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben die letzte Woche mit einem sehr, sehr wichtigen Thema angefangen, und wir behandeln dieses Thema innerhalb der Charakterlehre, weil wir als Muslime uns um einen guten Charakter bemühen müssen. Und all das, was die Religion betrifft, ist auch verbunden mit dem Charakter. Deswegen müssen wir lernen, wie wir bei bestimmten Handlungen, die wir im Leben vollziehen, welche Verhaltensweisen wir an den Tag legen müssen, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit unseren Handlungen zufrieden ist. Und du musst wissen, lieber Diener, alle deine Handlungen solltest du zur Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala ausführen. Selbst wenn du eine Mahlzeit zu dir einnimmst, du willst essen, dann nimmst du, bevor du den ersten Bissen in deinen Mund legst, sagst du Bismillah im Namen Allahs. Und dann fängst du an mit dem Essen, und es gibt andere wichtige Bittgebete, die man vorher sprechen kann. Deswegen, die Handlungen, die wir im Leben vollziehen, seien es auch ganz gewöhnliche Handlungen, sollten wir zu wessen Zufriedenheit ausführen? Zur Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du so lebst, dann ist dein Leben voll und ganz nach Allah subhanahu wa ta'ala ausgerichtet. Möge Allah uns gute Taten machen lassen, mit denen er zufrieden ist. Liebe Geschwister, und eines dieser Themen von der Charakterlehre war auch letztens, dass wir darüber geredet haben, wie die Intimität zwischen dem Mann und der Frau sein sollte. Es gibt Leute, der sagt dir, A'udhu billah, ihr redet über solche Themen. Und dann fängt er an zu schreien. Wir fragen ihn, war jemand gottesfürchtiger als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wird jemand sagen, jemand war gottesfürchtiger als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? War jemand schamhafter als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Niemand, liebe Geschwister. Und er hat über diese Themen geredet. Und wenn er der Beste und der Schamhafteste und der Gottesfürchtigste über diese Themen geredet hat, wallahi, dann soll jeder wissen, wir sind nicht besser als er. Und daher, es ist kein Problem, auch darüber zu reden, über die Intimitäten, aber nicht Dr. Sommer und Dr. Winter mäßig, sondern mit Adab, mit Anstand. Und wir wollen nur ein Ziel verfolgen, dass wir lernen, wie wir uns verhalten, liebe Geschwister. Alhamdulillah, manche Brüder, die hier sitzen, sind verheiratet. Andere werden ihnen folgen, bi'idhnillah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Brüdern und Schwestern tugendhafte Eheleute geben, die für sie gut im Diesseits und im Jenseits sind. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, wenn man eine tugendhafte Frau hat und inshallah zusammen in das Paradies geht,
dann wird man, obwohl vielleicht die Frau bessere Taten gemacht hat in dieser Dunya, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie beide zusammenführen im Paradies. Das heißt, der Mann wird angehoben in der Stufe, obwohl er nicht so viele gute Taten gemacht hat wie die Frau. Also strengt euch an, die gute Frau zu heiraten. Die gute Taten, und sagt ihr, los, noch eine Tat und noch eine Tat. Und dann, inshallah, werdet ihr dieselbe. Vorausgesetzt, der Mann hat natürlich auch das Wichtigste getan von seinen Pflichten. Das ist sowieso natürlich. Und die Frau wird die hübscheste Frau für ihn im Paradies sein. Sie wird seine wahre Paradiesfrau sein. Allahu Akbar. Und sie wird viel, viel schöner sein als die Hurilain. Viel, viel schöner sein als die Hurilain. Warum? Die Gelehrten sagen, die Hurilain, sie sind einfach erschaffen worden für das Paradies. Allah hat sie erschaffen für das Paradies. Einzig und alleine für das Paradies, damit sie die Paradiesbewohner zufriedenstellen. Und was lässt uns wissen, wie hübsch diese Paradiesfrauen sind, liebe Geschwister? Malik ibn Dinar, rahimullah ta'ala, er sagte zu einem seiner Kollegen, und sie waren von den Tabi'in, von den ersten Generationen, die die Besten sind, er sagte zu ihm, in den Gärten des Paradieses gibt es Paradiesfrauen. Und sie sind so hübsch, wenn Allah für die Paradiesbewohner nicht geschrieben hätte, dass sie niemals sterben, würden sie an dem Anblick dieser Frau sterben. Allahu Akbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Mitgebet kommt, Qiyam al-Layl, inshallah. Deswegen, wir sollten das genau verstehen. Liebe Geschwister, das ist eine großartige Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala uns geben wird, wenn wir auch auf dem richtigen Weg sind. Die Intimitäten. Wie geht man miteinander um? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns aus seiner Barmherzigkeit erlaubt zu heiraten, liebe Geschwister. Und derjenige, der nicht heiraten kann, er muss sich schützen, bis er geheiratet hat. Wir sollten verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals eine Pflicht auferlegt, ohne dass wir sie auch erfüllen können. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wahrhaftigste, der spricht, er sagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Niemand ist eine Pflicht auferlegt worden, niemand soll, beziehungsweise keine Seele, keiner Seele wurde etwas auferlegt, ohne dass sie es auch verrichten kann. Und das gilt in allen Dingen. Weil es gibt einer, der kommt zu dir und sagt dir, oh, das schaffe ich nicht, die 5 Gebete am Tag. Ich fange erstmal an mit einmal in der Woche. Er kann. Er kann, wenn er sich anstrengt. Weil Allah ihm nichts aufgebürdet hat, was er nicht vollziehen kann. Allah hat ihm nicht gesagt, er soll 1500 Gebete am Tag machen. Denn das wäre wahrlich eine Schwierigkeit. Er soll 5 Gebete am Tag machen und das kann jeder. Auch im Monat Ramadan, manche sagen dir, ach, das ist viel zu schwer. Ich kann nicht. Diese Zigarette bringt mich um. In der Tat, sie bringt ihn irgendwann um. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten an uns arbeiten, weil alles, was Allah uns aufgetragen hat, können wir schaffen. Aber wie? Durch Anstrengung. Einer sagt auch, ich habe keinen guten Charakter. Es ist einfach so. Ich bin halt so ein mieser Typ. Und ich mag das eigentlich. Nein. Wir müssen uns bemühen, gut zu werden, weil Allah subhanahu wa ta'ala gute Menschen aus uns haben möchte, liebe Geschwister. Menschen, mit denen er zufrieden ist. Er sagte zu den Sahaba radiallahu anhum im Koran, radiallahu anhum wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Allahu Akbar. Und du kannst nur die Zufriedenheit Allahs erreichen, wenn du mit Allah zufrieden bist. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erlaubt zu heiraten, liebe Geschwister. Und wir haben es angesprochen. Die Jugendlichen, die Probleme haben, und wie ich weiß, es ist ein Land, wo die Fitna groß ist, wo die Versuchung groß ist. Und wallahi, viele Leute sind in Sinna gefallen. Illa man rahim Allah. Außer die, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit geschützt hat. Und es ist ein Verderben. Und es kann sein, dass eine Frau, eine falsche Frau, die wir kennenlernen, uns ins Verderben stürzt, liebe Geschwister. Ibn Kathir und Ibn Jawzi, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, sie haben die Geschichte von einem erzählt. Er war ein Muslim. Und er war ein Mujahid. Und er war jemand, der Qiyam al-Layl gebetet hat, in der Nacht. Und als eines Tages, das war 286 nach der Hijra, als eines Tages die Muslime gegen die Römer kämpften, dann ist er an einer Römerin vorbeigegangen. Und er sagte zu ihr,
ich möchte dich heiraten. Werde Muslima, ich möchte dich heiraten. Sie hat ihm gesagt, du wirst mich nicht heiraten können. Du solltest lieber Christ werden. Und er ist vorbeigegangen. Und nächstes Mal hat er sie wieder angeguckt. Werde Muslima, nein, werde du Christ. Und ein drittes Mal. Und die Männer sind schwächer als die Frau. Und er ist Christ geworden. Und er war ein Koran-Hafiz. Er hatte alles vom Koran in Tuska. Und danach hat er den gesamten Koran vergessen. Und als seine Gefährten, die früher seine Gefährten waren, ihn eines Tages wieder getroffen haben, dann haben sie ihm gesagt, nachdem du den Koran gelernt hast, hast du so einen Schritt im Leben gemacht. Er sagt, ich habe nur noch eine Aya intus vom Koran. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Vielleicht werden sie sich an diesem Tag wünschen, Muslime gewesen zu sein. Und in der Tat, jeder am Tage der Auferstehung wird sich wünschen, ein Muslim zu sein, liebe Geschwister. Weil alle anderen, wal'iyadu billah, im Höllenfeuer bestraft werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf keiner anderen Religion sterben lassen, außer die des Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, wie wir verfahren sollen, liebe Geschwister. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, das ist die Folge dann, wenn sie es hüten, ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Das ist besser und reiniger für sie, reinigender für sie. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid, was sie machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier den Männern geboten, den Gläubigen, die gläubig sein wollen, die es interessiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist, sie sollen ihre Blicke senken. Warum? Und Allah sagt hier, sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Blick zu senken vor der Hütung des Geschlechtsteils gestellt? Weil der erste Blick zur Sinne führt. Wenn du eine Frau nicht gesehen hast, dann begehrst du sie auch nicht. Aber durch den ersten Blick, und schaut mal, ich habe euch gerade ein Beispiel gegeben von einem, der ein Mujahid war und der seine Religion an einer Frau verloren hat. Wenn du den ersten Blick lang machst. Das heißt, der erste Blick ist erlaubt für die Männer. Wie der Prophet Muhammad s.a.w. in einer Überlieferung zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anh gesagt hat. Aber der erste Blick beinhaltet das unabsichtliche Schauen. In dem Moment, in dem dein Blick absichtlich wird, ist die Sache klar. Hier geht es nicht mehr darum, dass das der erste Blick war, sondern das ist der zweite Blick und der ist haram für uns. Und je länger man, liebe Geschwister, diesen Blick macht, umso katastrophaler wird das Ende. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch den gläubigen Frauen gesagt, sie sollen ihre Blicke senken und ihr Geschlechtsteil hüten, ihren Schmuck, das heißt ihre Körperteile, nicht offen zeigen, außer dem, was sichtbar ist. Und was sichtbar ist, sind Gesicht, Hände und äußere Bekleidung nach einer Ansicht von den Gelehrten. Die anderen Gelehrten sagen, auch das Gesicht und die Hände werden bedeckt. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, Allah hat deswegen den Männern und Frauen verboten, den Blick zu senken, dass er ihnen geboten hat, den Blick zu senken. Warum? Weil alles mit dem Blick anfängt. Zuerst ist es ein Blick, dann Fantasie, dann ein Schritt und dann kommt die Sünde. Vier Schritte. Blick, Fantasie, Schritt und die Sünde. So läuft das ab, liebe Geschwister. Hat man schon mal eine Person begehrt, die man nie zuvor gesehen hat? Natürlich nicht. Wenn jetzt ihr läuft auf irgendeinem Weg, eine Person läuft über, weiß ich nicht, über irgendeine Straße, Müllerstraße, Marschallbahn, die Fitnerstraße. Eine Person läuft dort lang und er hat nichts gesehen. Wen wird er begehren? Niemanden. Aber eine Person läuft dort lang und er hat drei wunderschöne Frauen gesehen. Der ist doch eher in Gefahr als die andere Person, der gar nichts gesehen hat. Also fängt alles an mit einem Blick, liebe Geschwister, und die Fantasie folgt danach. Deswegen, die Person, die nicht heiraten kann, die jetzt nicht in der Lage ist, heiraten zu können, weil sie zu jung ist. Und ich sage, zu jung nicht unbedingt, dass ein 17- oder 18-Jähriger nicht heiraten darf. Wer die Reife hat mit 17, 18, er kann heiraten. Warum? Weil er sich vor Fitna schützen soll. Aber er soll auch gleichzeitig reif genug sein, eine Ehefrau versorgen zu können, liebe Geschwister.
Weil es reicht nicht aus, dass du nur deswegen heiratest, um deine Bedürfnisse zu stillen. Das ist nicht die ganze Heirat. Sondern die Heirat besteht auch darin, dass du eine Familie hast und diese Familie, für sie bist du einzig und alleine verantwortlich. Das heißt, dass du dich um deine Frau kümmerst, um deine Kinder kümmerst und das ist viel, viel mehr als nur der Spaß, den manche Leute im Kopf haben. Und ich habe das festgestellt. Manche Leute sagen dir, ach, ich muss heiraten, ich muss heiraten. Man weiß bei ihm, es gibt nur einen einzigen Sinn, warum er heiraten will. Und zwar wegen dem physischen Bedürfnis. Aber das ist nicht alles, liebe Geschwister. Weil was kommt nach dem physischen Bedürfnis? Deine Frau ist immer noch da. Und sie braucht einen Mann, der sie versorgt. Sie braucht einen Mann, der sich um sie kümmert. Sie braucht einen Mann, der ihr die Religion beibringt. Und das bist du. Und deswegen solltest du dieses alles vorher lernen, bevor du auch heiratest. Und wallahi, das ist Verantwortung, liebe Geschwister. Und ich weiß, das ist Mode heute unter den Jugendlichen geworden. Einer kommt, der heiratet, der ist 19 Jahre. Der sagt, ja, ja, nach 3 Monaten werde ich die zweite heiraten. Subhanallah, ich sage nicht, dass es verboten ist, wenn ein Mann mehrere Frauen im Islam hat. Aber ein 19-Jähriger, der noch nicht saubere Ohren hat, der noch nichts von der Welt kennt, der sieht das als Freund und Freundin. Weil er sagt sich, im Islam ist es verboten, eine Freundin zu haben. Im Islam ist es verboten, eine Freundin zu haben. Also was mache ich? Ich heirate. Und die Besten sind die, es gibt eine Klasse von Leuten, die sagen, sag mal, dein Vater, betet er oder betet er nicht? Und sagt die Person, die Frau oder das Mädchen, die er heiraten will, nee, der betet nicht. Ah, der ist sowieso Kafir. Auzubillah. Kommst du mit mir mit und wir heiraten, ich bringe dich zu einem Freund, der war gestern, ist er zum Islam konvertiert, der macht den Heiratsvertrag für uns. Und so läuft das Ganze heute. Und walayyadu billah, die umgehen die Eltern, die umgehen den Wali, die umgehen die Zeugen, die umgehen den Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihr Bedürfnis. Und dann heiraten sie so einen. Und das ist schlimm, liebe Geschwister, aber das ist das, was wir antreffen. Deswegen, alhamdulillah, eine Person, der nach dem Islam lebt, wallahi, der ist viel reifer als eine Person, der hier so lebt. Schaut mal hier einen durchschnittlichen 18-, 19-Jährigen, der guckt noch Schwammkopf und Teletubbies. Und ihr seht das, sein Verhalten ist komisch. Aber eine Person, der im Islam groß geworden ist, wallahi, den kannst du was auftragen. Jetzt, ich kann euch Beispiele nennen aus den arabischen oder türkischen Ländern, also die etwas älteren Generationen, noch nicht die neuen Generationen. Da ist eine, die ist 13, 14 Jahre, die schmeißt den ganzen Haushalt. Kennt ihr so etwas? 13, 14 Jahre. Einer ist 15, 16, der arbeitet schon richtig für die Familie, weil sie so erzogen wurden. Sie wurden erzogen zur Verantwortung. Aber das macht man ja hier leider nicht. Ach, dein Sohn, der soll schon langsam arbeiten. Ach, der ist noch 19, der ist noch klein. Der ist 25, der ist noch klein. Ja, wann? Wenn er über seinen Bart stolpert, dann ist er alt. Wann ist er alt? Und das ist das Problem, dass wir auch heute Frauen haben, die ist schon 20. Und subhanallah, die Mutter sagt zu ihr, wenn sie mal krank ist, die Mutter, und nicht kochen kann, dann sagt sie zu der Tochter, bitte geh du mal das Essen machen. Die macht das Wasser heiß und verbrennt sich dabei die Haare, weil sie noch nicht einmal in ihrem Leben gekocht hat. Das ist eigentlich eine Schande, liebe Geschwister, so, dass wir so etwas haben. Warum? Weil wir Muslime sind. Wir lernen von Anfang an, ein verantwortungsvoller Mensch zu sein. Weil du weißt nie, was passiert. Und es kann sein, dass eines Tages einzig und alleine die Verantwortung an dich geht. Und dann musst du deinen Mann stehen. Und dann musst du deine Frau stehen. Weil wir Verantwortungspflichten haben, liebe Geschwister. Und ohne das, wallahi, dann wird unsere Gesellschaft zugrunde gehen. Weil keiner mehr sich um das Wesentliche kümmert, haben wir den Zustand, den wir jetzt heutzutage haben. Wenn er sagt, ich kann nicht heiraten. Warum? Wir prüfen, ob du heiraten kannst oder nicht. Weil jemand, der bereit ist, Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu machen, der soll auch bereit sein, eigentlich zu heiraten, oder? So ist die Sache, liebe Geschwister. Nein, du kannst heiraten. Aber bitte die Pflichten übernehmen. Aber wenn er wirklich nicht heiraten kann, weil er noch zu jung ist oder weil er kein Geld hat und sich nichts leisten kann, dann soll er was fasten. Fasten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dieses ist ein Schutz für die Männer. Wenn du fastest, dann schützt du dich davor, Zina zu machen. Aber was heißt fasten und sich schützen, liebe Geschwister? Dass ich faste, aber trotzdem die Frauen angucke? Nein, so wirst du natürlich auch Bedürfnisse erregen. Sondern fasten heißt, dass du mit allem fastest. Mit deinen Augen, mit deinem Mund, mit deinem Geschmackssinn, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, dass du mit allem, mit all deinen Körperteilen fastest, dann wirst du auch sehen, dass dieses ein Schutz für dich ist. Bi'idhnillah ta'ala.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Idha tazawwaja al-'abdu faqad kamula nisfu ad-din, falyattaqi Allah fi an-nisf al-baqi." Wenn eine Person verheiratet ist, so hat er die Hälfte der Religion erfüllt. So soll er Allah fürchten in Bezug auf die andere Hälfte. Und es wurde gesagt, dass die andere Hälfte die Zunge ist. Weil er durch die Heirat sein Geschlechtsteil bewahrt, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim: Wenn der Diener verspricht, dass er sein Geschlechtsteil und seine Zunge hütet, dann verspreche ich ihm das Paradies. Eigentlich leicht, oder? Wenn der Diener mir für zwei Dinge garantiert, für sein Geschlechtsteil und für seine Zunge, dann garantiere ich ihm das Paradies. Und das sind die beiden schwersten Sachen. Die meisten machen Sinn an. Und die meisten, aus ihrer Zunge kommt alles andere raus als etwas Gutes, liebe Geschwister. Das heißt, das ist nicht so leicht, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn eine Person verheiratet ist, so hat er die Hälfte der Religion erfüllt, so soll er Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in Bezug auf die andere Hälfte. Er soll bi'idhnillah ta'ala auf seine Zunge achten. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, wenn man heiratet und dann auch Geschlechtsverkehr mit seinem Ehepartner hat, dann ist das gut und es ist wegen drei Zielen deswegen so zustande gekommen. Erstmal, dass wir die Rasse verbreiten, dass wir den Islam verbreiten, liebe Geschwister. Warum? Weil es sehr schön ist und es ist der Stolz einer Umma, dass viele Mitglieder in dieser Umma sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird stolz sein am Tage der Auferstehung auf die Umma. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ihn stolz machen lassen. Und schaut mal, subhanallah, ein Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, er macht Kinder mit dieser Absicht, nicht für Kinder gehen und nicht für Eltern gehen. Ich war letztens mit meiner Frau bei dieser Stelle und subhanallah, da kam eine Frau und sie sagte, meine Frau zu ihr, naja, du brauchst da gar nicht lange anzustehen, weil das fällt jetzt weg, das Eltern gehen. Sie sagt, warum habe ich dann das Kind gemacht? Wegen Eltern? Eine andere sagt zu ihrem Mann, na, wir haben Schulden. Der sagt, dann sollen wir doch eigentlich ein Kind machen. Schaut mal, subhanallah, mit welcher Absicht kriegen die Kinder? Was denkt ihr, ob die Kinder gesegnet sein werden für sie oder nicht? Wallahi, man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Aber diese Gläubigen, sie setzen Kinder auf die Welt, damit eine weitere Seele Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Allahu Akbar. Schaut mal ihre Absicht an. Sie gehen, liebe Geschwister, einen Riesenschritt ein. Einen Riesenschritt ein. Und sie machen, subhanahu wa ta'ala, alles zur Wohlzufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie ein Kind so erziehen nach dem Islam, den Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Das ist ihr Ziel, wenn sie ein Kind machen. Und das sind Kinder, die werden bi'idhnillah ta'ala etwas Nützliches für die Umma sein. Imam Ibn Qayyim rahimullah ta'ala sagt, Geschlechtsverkehr zu drei Zielen. Es gibt drei Ziele beim Geschlechtsverkehr. Einmal, dass man weitere Kinder auf die Welt setzt. Zweitens, dass man den Sperma, der im Körper ist, weil wenn er bleibt, dieser Sperma, und nicht aus dem Körper ausgesondert wird, dann kommt es zu Krankheiten. Und dieses erfolgt auch durch den Geschlechtsverkehr. Und drittens, und es ist erlaubt, dass man seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und das ist nichts Schlimmes, liebe Geschwister, weil dieses ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns auch hinterlassen hat. Er hat regelmäßig seine intime Beziehung zu seinen Frauen gepflegt. Und er sagte, حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاء وَالطِّيب. In eurer Welt sind mir Frauen und Parfüm lieb gemacht worden. Von den Dingen der Dunya hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Frauen und das Parfüm geliebt. Die Frauen und das Parfüm geliebt. Und das ist eine schöne Sache, liebe Geschwister, weil hier geht es um die Dunya, aber es zeigt uns gleichzeitig, dass wer diese Dinge zur Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala verwendet, dass er Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen wird. Wie laufen die Intimitäten zwischen dem Mann und der Frau? Erstmal, nicht jeder darf Intimitäten miteinander austauschen. Die Basisgrundlage dafür, dass man Intimitäten austauschen darf, ist der Heiratsvertrag, liebe Geschwister. Sobald der Heiratsvertrag abgeschlossen ist, bedeutet, man hat einen Wali, man hat Zeugen nach der richtigen Ansicht und man gibt der Frau eine Brautgabe. Die Brautgabe ist nicht Pflicht, die Brautgabe ist keine Säule, sondern sie ist eine Pflicht.
Das heißt, selbst wenn die Brautgabe nicht erfolgen würde, wäre die Heirat trotzdem gültig. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Du hast einen Wali, in der Regel der Vater von der Frau, und du hast Zeugen, muslimische Zeugen. Nicht irgendein Besoffener vom Bahnhof, ja? Komm mal, bezeugen, ja? Nicht sowas. Wenn du so etwas hast und dieser Heiratsvertrag wird abgeschlossen, dann ist dieses ab diesem Zeitpunkt deine rechtmäßige Ehefrau. Und erlaubt ist dir dann, diese Ehefrau anzuschauen, zu küssen, mit ihr verreisen und mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Ab diesem Zeitpunkt, liebe Geschwister. Fangen wir an mit der ersten Hochzeitsnacht. Erstmal, wir sollten wissen, es ist nicht verpflichtend, in der ersten Hochzeitsnacht miteinander Geschlechtsverkehr zu haben. Manche denken, das ist so. Und wir kennen viele Traditionen und Sitten, die leider heutzutage immer noch praktiziert werden und die ganz klar gegen unsere Religion sind, liebe Geschwister. Und zwar, dass ein Mann und eine Frau heiraten, und wir kennen das unter bestimmten Leuten, früher war das in der arabischen Welt sehr, sehr verbreitet, dass die Eltern vom Bräutigam am Tag der Hochzeitsnacht vor der Tür gestanden haben und darauf gewartet haben, dass man ihnen das rote Bettlaken bringt. Und das ist etwas Verderbliches. Das ist eine Abscheulichkeit. Und die Eheleute sollten dieses nicht zulassen. Die Sitten hat der Islam nicht verboten, außer sie gehen gegen die Religion. Und das ist eine intime Sache zwischen dem Mann und der Frau. Und sie geht keinem anderen etwas an, liebe Geschwister. Deswegen sollten die Männer und die Frauen darauf achten, dass dieses nicht bei ihnen gemacht wird. Und ich weiß, es wird dieses leider immer noch gemacht, weil man will den Beweis dafür, dass diese Frau eine Jungfrau gewesen ist. Subhanallah. Bevor der Mann heiratet, sollte er sowieso klären, ob er eine Jungfrau heiraten wird oder nicht. Und das muss er nicht direkt machen, indem er sagt, bist du oder bist du nicht? Man kann das geschickt machen, liebe Geschwister. Ich habe mich entschieden, dass ich nur eine Frau heiraten werde, die Jungfrau ist. Und wenn sie jetzt zustimmt, dann hat sie auch zugestimmt, dass sie was ist? Eine Jungfrau. Ansonsten hat sie gelogen. Und er hat das Recht, wenn es so war, dass sie ihn belogen hat, dass er die Ehe annulliert. Weil das ein Betrug ist. Er kann das entscheiden natürlich. Aber er hätte das Recht, dass er die Heirat annulliert, liebe Geschwister. Und es ist den Eheleuten gestattet, dass sie in der ersten Zeit erstmal auf das Kinderkriegen eine Zeit lang verzichten. Wenn wir sagen eine Zeit lang, dann meint es nicht das ganze Leben. Nicht, dass man sagt, ja, wir sind arm und wir haben kein Geld. Nein, nein, nein. Allah subhanahu wa ta'ala wird euch versorgen. So wie Allah dich versorgt, so wird er auch deine Kinder versorgen. Und das wurde damals in den arabischen Ländern viel gemacht, dass man aufgrund der Angst vor der Versorgung nicht Kinder gemacht hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er ist verantwortlich, um jede Seele auf dieser Welt zu versorgen, liebe Geschwister. Wir sollten erstmal, bevor der Schritt mit dem Geschlechtsverkehr erfolgt, dass man erstmal die richtige Absicht hat. Und dieses sollte man versuchen, vor dem Prozess zu vollziehen, weil danach wird man es vergessen. Masha'Allah, die Jungs sind alle Hormone auf Füßen, deswegen wird es schwer fallen, dass sie dieses so beibehalten. Man sollte beabsichtigen, wenn man den Geschlechtsverkehr vollzieht, dass man sich und seine Frau vor Haram-Dingen schützt, liebe Geschwister. Und dass man die Anzahl der Muslime steigert, weil darin sind Stolz und Ehre für die Umma. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns gesagt, dass es, liebe Geschwister, eine Belohnung gibt, wenn man mit seiner Ehefrau schläft. Er sagte, وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. Im Geschlechtsverkehr mit eurer Ehefrau natürlich, das brauchen wir nicht zu erläutern, nicht, dass einer das falsch versteht, im Geschlechtsverkehr mit eurer Ehefrau liegt für jeden von euch Lohn, eine Sadaqa. Das heißt, hat man dieses vollzogen, dann bi'idhnillah ta'ala wird man belohnt dafür. Subhanallah, die Sahaba radiallahu anhu, sie haben gefragt, ja Rasulallah, für etwas, wo wir unser Bedürfnis stillen, kriegen wir eine Sadaqa? Er sagte, ja, was denkt ihr denn, wenn ihr es im Verbotenen gemacht hättet? Das wäre dann Haram und eine große Sünde. Danach sollte das Vorspiel erfolgen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns beigebracht, liebe Geschwister, wie man das angeht. Indem man süße Worte sagt,
Indem man mal auch etwas verspielt ist, das ist kein Problem. Und das ist schön zwischen Mann und Frau. Die sind ja auch keine 60- oder 70-Jährige. Und dass man auch den Ehepartner küsst, so ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zärtlich mit seinen Frauen umgegangen und er hat ihnen auch etwas zu trinken gegeben. Aisha radiallahu anha hat zum Beispiel ein Glas Milch von ihm vorher bekommen. Na klar, die meisten jetzt von euch lachen, Milch, wir haben doch Raki. Nee, er hat ihr Milch gegeben zum Trinken. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde doch geleitet von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen, liebe Geschwister, dass alles, was er getan hat, gesegnet war. Subhanallah. Danach, bevor man dann mit der Frau intim wird, sagt man ein Bittgebet. Bismillahi Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Im Namen Allahs, O Allah, halte uns fern vom Shaytan und halte den Shaytan fern von dem, womit du uns segnest. Womit segnet Allah subhanahu wa ta'ala sie, insha'Allah, mit einem Kind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah bestimmt, dass sie ein Kind bekommen sollen, dann wird der Shaytan ihnen nicht schaden können. Subhanallah. Vorausgesetzt, du hast dieses Bittgebet gesagt. Deswegen nimm dir die Zeit für dieses Bittgebet, wenn du keine Probleme mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter haben. Dann ist der Prozess des Geschlechtsverkehrs. Es ist dem Mann erlaubt, liebe Geschwister, mit seiner Ehefrau den Verkehr zu vollziehen, aber nur in die Vagina. Alles andere hat der Prophet und Allah subhanahu wa ta'ala verboten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Nisa'ukum harfun lakum, fa'tu harfakum annashitum. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Geschlechtsteil der Frau beschrieben hat. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld, so kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Das ist erlaubt. Hauptsächlich erfolgt das durch die Vagina. Alles andere ist verboten worden, liebe Geschwister. Warum Vagina einzig und alleine? Weil das der Ort ist, von wo ein Kind entstehen kann. Es gibt einen Offenbarungsgrund für diese Eier. Warum diese Eier herabgesandt wurde? Jabir ibn Abdullah radiallahu an, er sagte, die Juden haben immer gesagt, dass wenn ein Mann Verkehr mit seiner Ehefrau in ihrer Vagina, aber von hinten hat, das Kind schielend sein wird. Dann wurde diese Eier herabgesandt. Solange die Männer mit ihren Frauen diese Beziehung pflegen, auf diese Art und Weise ist es ihnen erlaubt und sie haben das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, bitte die Handys ausmachen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er sagte von vorne oder hinten, solange es in der Vagina ist. Von vorne oder hinten, solange es in der Vagina ist, berichtet bei Al-Bukhari und Muslim. Warum? Weil der Analverkehr gegen die Fitra ist. Und er ist etwas Abscheuliches, liebe Geschwister. Das ist etwas, was gegen die Veranlagung der natürlichen Menschheit geht. Die Frau hat kein Wohlempfinden und das ist der Ort, wo der Schmutz entsteht. Deswegen soll ein Mann sich davor hüten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Mal'unun man ya'ti an-nisa fi mahashinin ya'ni akbaran." Derjenige ist verflucht, der mit Frauen Geschlechtsverkehr von ihrem hinteren Eingang hat. Verflucht bedeutet nach dem Urteil, dass er ins Höllenfeuer waliyadu billah kommt, weil das ist eine der großen Sünden. Eine der großen Sünden, die man nicht tun darf. Eine weitere Regel, die man einhalten muss, man darf mit seiner Frau in der Zeit, wo sie menstruierend ist, nicht verkehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيمِ قُلْ وَأَذَا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيمِ. Sie fragen dich nach der Monatsblutung, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie ist ein Leiden. Das heißt etwas Schädliches für den Ehemann, wenn er Verkehr mit seiner Frau hat, während sie ihre Menstruation hat. Allah sagt, so haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern. وَلَا تَقْرَبُوهُنْ. Und kommt ihnen nicht zu nah. حَتَّى يَطَرْنُ. Bis sie sich gereinigt haben. Wenn sie sich gereinigt haben, dann ist es dir erlaubt, zu deiner Ehefrau wieder nach denselben Regeln zu kommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau hat oder Analverkehr mit ihr hat, oder er geht zu einem Wahrsager, der hat verleugnet, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde. Das heißt, der kleine Kufri.
kafara bima unzila ala Muhammad. Der hat verleugnet, was auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Und nicht nur das, derjenige, der mit seiner Frau verkehrt, während sie menstruierend ist, der hat eine Kafara zu leisten. Er muss einen Dinar oder die Hälfte von einem Dinar bezahlen. Weil eine Person kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, und das ist bei As-Sunan berichtet, er sagte ihm, dass er Verkehr gehabt hat mit seiner Frau, während sie menstruiert war. Das war nicht im Ramadan. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar. So soll er dir für einen Dinar zahlen oder die Hälfte von einem Dinar. Ein Dinar, liebe Geschwister, ist ungefähr 4,25 Gramm Gold, ungefähr. Und dieses investiert er in wohltätige Zwecke. Man kann das auch umrechnen, den Geldbetrag, und das wird man dann in wohltätige Zwecke, bi'idhnillah ta'ala, investieren. Es ist dem Ehemann erlaubt, sich an seiner Frau zu erfreuen, ohne mit ihr aber Geschlechtsverkehr zu haben in der Zeit der Menstruation. Warum? Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allahs sagte zu jeder von uns, wenn sie ihre Menstruation hatte, dass sie ein Tuch um ihre Hüfte binden sollte und dann könnte ihr Ehemann bei ihr liegen. Das heißt, alle anderen Intimitäten, außer den Eingang in die Vagina, sind ihnen erlaubt in diesem Zeitpunkt, liebe Geschwister. Ha? Während der Menstruation darf er alles tun, und das ist ein Ijma' der Gelehrten, außer den Geschlechtsverkehr. Und noch eine Regel, man soll auf die gegenseitigen Bedürfnisse achten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, und geht mit ihnen gut um, sagt er zu den Männern, die auch gut mit ihren Frauen umgehen sollen. Und unter all diese Eier stecken, dass du gut mit deiner Frau in jeder Hinsicht umgehst. Wenn ein Mann seine Frau zum Geschlechtsverkehr einlädt, dann darf sie nicht ablehnen, liebe Geschwister. Aber bevor die Presse hier Stopp macht, wir machen weiter. Solche Sätze lieben die Presse. A'udhu billah. Wallahi, das sind Leute, die schneiden ein Wort oder zwei Wörter und schmücken das so, wie sie es haben wollen, und dann bringen sie das raus. Der Prophet Muhammad sallam sagte, la yadkhulul janna qattat. Derjenige, der qattat, das ist einer, der schneidet und macht Make-up auf die Wörter und dann verbreitet er das als Lüge. Der kommt nicht in Jannah rein. Möge Allah ihnen ihre gerechte Strafe geben. Wenn ein Mann seine Frau zum Geschlechtsverkehr einlädt, dann darf sie nicht ablehnen. Aber was heißt hier ablehnen? Ablehnen heißt, sie darf ablehnen, wenn sie physische oder psychische Probleme haben. Es gibt Frauen, die haben Depressionen. Es gibt Frauen, die haben Kopfschmerzen, liebe Geschwister. Manche sind schwanger, im fortgeschrittenen Alter. Oder manche haben eine Entzündung an ihrem Geschlechtsteil. Oder sie fasten gerade ihr Pflichtfasten nach Ramadan. Dann darf der Mann hier nicht die Frau dazu zwingen, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Er darf es nicht tun, liebe Geschwister. Dieses, warum? Weil wenn wir sagen, sie lehnt ab, dann lehnt sie ab ohne einen islamischen Grund. Das ist schlimm für die Frau. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und das war Imam Muslim, wenn ein Mann seine Frau in das Ehebett einlädt und sie diesem Aufruf nicht folgt und er zu Bett geht, während er zornig auf sie ist, dann verfluchen sie die Engel bis zum nächsten Morgen. Und das ist haram für sie. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Das ist haram für sie. Das heißt, sie begeht eine Sünde, wenn sie hier nicht dem Aufruf ihres Mannes Folge leistet. Aber wir haben gesagt, wenn sie keine psychischen oder physischen Probleme hat. Jetzt eine Frau hat erfahren, sie hat einen Tumor. Da kannst du nicht kommen und sagen, oh, ist nicht so schlimm, komm her. Weil sie krank ist. Daher, manche Männer nutzen dieses aus. Subhanallah, solche Hadithe kennt er. Solche Hadithe kennt er. Aber dass er fünfmal am Tag beten muss, kennt er nicht. Er sagt, du musst mir Folge leisten. Egal. Und manche, waliyadu billah, zwingen ihre Frauen und ihre Frauen gehen mit ihnen ins Ehebett, ohne dass sie Gefallen daran haben. Und das ist doch nicht der Sinn dieser Sache, liebe Geschwister. Der Mann, er hat das Recht, jederzeit seine Frau zu genießen, solange die beiden das nicht von ihren Pflichten abhängen oder Schaden verursachen. Aber
Er darf auch selber nicht die Frau im Ehebett vernachlässigen. Die Frau hat ebenfalls ein Anrecht darauf, dass der Mann ihre Bedürfnisse stillt, liebe Geschwister. Und es ist nicht beschämend der Frau gegenüber, dass sie das auch ihrem Ehemann sagt. Weil es gibt Männer, der hat keine Zeit für sie. Der guckt den ganzen Tag Fußball und dann geht er, was weiß ich, mit seinen Freunden ins Café und der kümmert sich gar nicht um seine Ehefrau. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, liebe Geschwister, sondern auch er hat die Pflicht gegenüber der Frau. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Geht mit ihnen in gütiger Weise um. Das heißt auch, vernachlässigt sie nicht. Vernachlässigt diese Frau nicht. Und der Mann und die Frau, sie dürfen alles voneinander sehen. Es gibt eine Überlieferung vom Stern, wenn wir sagen vom Stern, das heißt, die gibt es nicht in den Büchern, sondern die gibt es nur im Stern, dass der Mann, der das Geschlechtsteil seiner Frau betrachtet, dass er blind wird. Subhanallah. Ja, das ist das Problem. Und schaut mal, Subhanallah, eine der Frauen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben gebadet und sie hat gesagt, ich habe alles vom Propheten gesehen und er hat alles von mir gesehen. Deswegen, liebe Geschwister, für uns ist der Beweis das Ausschlaggebende und nicht das, was die Leute erzählen. Nochmal, der Mann, er muss auch dafür sorgen, dass seine Frau ihre Bedürfnisse gestillt bekommt. Und das heißt nicht nur, dass er an sich denkt, sondern er denkt auch an seine Frau. Und er ist geduldig gegenüber seiner Frau. Und er kümmert sich um seine Frau. Ha? Das ist sehr, sehr wichtig. Weil manche Gelehrte sagen sogar, wenn die Frau durch den Mann total vernachlässigt wird, dann hat sie ein Recht auf Annullierung der Ehe. Subhanallah. Dass sie die Ehe annullieren kann, aufheben kann. Ha? Aber manche Gelehrte, sie haben gesagt, dass der Mann nur einmal alle 4 Monate zu der Frau kommen muss. Dieses ist ohne Beweis. Vielmehr sagen die Gelehrten, sondern dass es so viel sie beide, der Mann und die Frau, das benötigen, solange können sie dieses vollziehen, solange sie ihre Pflichten nicht vernachlässigen. Hm? Und es gibt auch andere Dinge, über die man sprechen sollte, liebe Geschwister, damit wir das auch aufklären im islamischen Sinne. Manche Leute, die nicht verheiratet sind, sie haben es schwer, wie ich das vorhin auch angesprochen habe. Und dann werden sie nervös. Und das Problem ist, sie gucken nach links und nach rechts und dann kommen sie nach Hause und sie sind ganz verwirrt. Richtiger Druck lastet auf ihnen. Dann haben wir Leute, die vollziehen die Selbstbefriedigung. Auch wenn einige Gelehrte dieses als erlaubt gesehen haben, dann sind die Beweise aber auf der anderen Seite, liebe Geschwister. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die ihre Geschlechtsteile hüten, außer gegenüber ihren Ehefrauen, denn darin sind sie nicht zu tadeln. Das bedeutet, alle Handlungen, die man mit dieser Ehefrau vollzieht, das ist in Ordnung. Aber hier ist nicht enthalten, dass man sich selbst befriedigt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er von einem jungen Mann angesprochen wurde, und dieser junge Mann, er hat ihm gesagt, ja Rasulallah, erlaube mir die Sinne. Erlaube mir die Sinne. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt? Würdest du das für deine Mutter wollen? Würdest du das für deine Schwester wollen? Und so weiter und so fort. Natürlich nicht. Aber er hat ihm gesagt, er soll fasten, weil das ein Schutz für ihn ist. Und der Islam hat immer, liebe Geschwister, sucht immer das Leichte für die Menschen. Und was ist leichter? Selbstbefriedigung oder zu fasten? Natürlich die Selbstbefriedigung zu vollziehen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm das hier nicht erlaubt. Sondern er hat ihm gesagt, er soll fasten. Und das wird ein Schutz für ihn sein. Wäre das andere erlaubt, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm dieses nicht erlaubt? Deswegen sollen die jungen Männer sich davon fernhalten. Einer hat mir letztens ein Buch gezeigt und er hat eine Fatwa gelesen und er meinte so zu mir, ja, ich habe da drin gelesen, dass das erlaubt ist und hier und da. Und subhanallah, das ist das Problem, wenn man die Fatwa liest, ohne sie zu verstehen. Da hat der Autor geschrieben in diesem Buch, er sagte, dass wenn einem nichts weiter übrig bleibt, dass man die Selbstbefriedigung vollziehen darf. Aber schaut mal, was er meinte damit. Er meint, das ist das kleinere Übel. Das heißt, bevor der Diener Allahs eine große Sünde wie die Zina begeht, dann nimmt er das kleinere Übel in Kauf. Dann nimmt er das kleinere Übel in Kauf. Das heißt nicht, dass das kleinere Übel erlaubt ist. Aber wie versteht man das, wenn man vollgeladen ist? Wie man es verstehen möchte.
Daher muss man das lesen mit dem Wissen der Gelehrten, liebe Geschwister. Wenn dir nichts anderes übrig bleibt, und das ist nicht meine Aussage, das ist diese Aussage von Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, bevor man Angst hat, dass man eine große Sünde begeht, und es kann manchmal passieren, dann soll man das kleinere Übel in Kauf nehmen, nochmal, was nicht bedeutet, dass das kleinere Übel erlaubt ist. Und das kleinere Übel in diesem Falle wäre die Selbstbefriedigung. Aber das Beste ist, dass man tut, was der Prophet Mohammed s.a.w. gesagt hat, dass man sich schützt, liebe Geschwister, indem man fastet. Und Bittgebet ist das Beste. Oh Wallahi, wir haben viele Leute gesehen, durch ihr Bittgebet, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen ihr Bittgebet beantwortet. Manche Leute haben so ein Bittgebet gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala jetzt die weiblichen Wesen für sie gemacht hat, wie männliche Wesen. Ob eine Frau oder ein Mann anguckt, ist für ihn dasselbe. Aber es ist nicht bei jedem so. Ha? Deswegen muss man Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, weil allgemein hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Frauen ausgeschrieben. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, die Sache ist so, dass wir immer daran denken, dass wir alle Handlungen, die wir im Leben machen, dass wir sie zur Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala machen. Habe ich etwas Gutes gesagt, dann ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.